Hallo, Schickrücken. Ihr kennt das ja schon von mir. Wenn ich mich länger mal nicht hier gemeldet habe, dann komme ich meist zurück mit einer Musical-Review. So auch heute. Es geht heute um Jekyll und Hyde, um die Produktion am Theater Magdeburg, die mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eine Review mache, weil die Produktion ja heute Abend zu Ende geht. Ich möchte das aber machen als Verneigung vor dieser Inszenierung, vor dem Cast, vor dem Theater. Und als meine eigene Katharsis quasi, weil ich immer noch so emotional davon mitgenommen bin, dass ich das hier für mich nochmal sortieren möchte. Und auch für euch, vielleicht haben es ja einige von euch auch gesehen und dann können wir gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Man sieht es mir vielleicht an, ich bin etwas müde, weil wir wieder so verrückt waren, nach Dortmund zu fahren am Samstag und dann gleich nach dem Musical wieder zurück. Das heißt, ich war irgendwann um 5:30, 6:00 erst zu Hause und habe dann ein bisschen geschlafen und naja, so ist das, aber es hat sich 530 Mal gelohnt, von daher alles gut. Damit das hier nicht zu durcheinander wird, fange ich mal mit dem Offensichtlichen an, nämlich dem Inhalt. Falls ihr nicht wisst, worum es in Jekyll und Hyde geht, das Ganze beruht ja auf der Novelle von Robert Louis Stevenson, das ist der Autor, der auch die Schatzinsel geschrieben hat. Und es geht um Dr. Henry Jekyll, einen sehr liebevollen, sehr gutherzigen, sanften Wissenschaftler und Arzt, der verlobt ist mit Lisa, ebenfalls einer sehr willensstarken, einer sehr unabhängigkeitsliebenden jungen Frau, die aber auch so das Gute in ihm symbolisiert, das Licht, die Hoffnung, den Blick nach vorne. Und Dr. Henry Jekyll ist der Meinung, dass wenn man das Böse in der Seele des Menschen abspalten und extrahieren könnte, dass man damit auch all das Böse, all das Leid aus der Welt verbannen könnte. Und er findet ja eine Flüssigkeit, eine Substanz, mit der er das bewerkstelligen möchte, probiert das an sich selber aus und spaltet damit aber seine Seele und ist damit quasi eine gespaltene Persönlichkeit im wahrsten Sinne. Und er setzt damit Edward Hyde frei, quasi sein triebgesteuertes, animalistisches, böses zweites Ich. Und er kann das irgendwann nicht mehr kontrollieren. Also am Anfang ist das noch wissenschaftliches Experiment, aber dann kann er es irgendwann nicht mehr kontrollieren, wann Hyde hervorkommt und wann Jekyll. Und Hyde ist im Prinzip auch moralisch, denn er tötet Leute, die sich unmoralisch verhalten haben, die sich im Dunstkreis von Henry Jekyll aufgehalten haben und die heuchlerisch sind, und er tötet sie. Ist also verfolgt quasi seine eigene Moral, aber natürlich mit unmoralischen Taten. Und dann gibt es noch Lucy, das ist eine Dame aus dem Rotlichtmilieu, sage ich jetzt mal. Schon, man kann sie wahrscheinlich schon auch als Prostituierte bezeichnen. Eine ganz, ganz zauberhafte Figur, finde ich, die ganz zerrissen ist. Sie möchte eigentlich was vom Leben, sie weiß aber auch nicht, wie sie sich aus ihrer Situation befreien kann. Sie begegnet Henry Hyde und ist ganz hingerissen von seiner Sanftmütigkeit, von seiner Gutmütigkeit. Gleichzeitig symbolisiert sie aber auch so seine, ja, so ein bisschen die dunkle Seite, ne? Den Sex und Sünde und, naja, so, also damals war das halt damit konnotiert, so ein bisschen das Triebgesteuertere, die Verführung und also auch die Verführung hinweg von seiner Verlobten. So, also ich finde, diese beiden Frauenfiguren in diesem Musical sind sehr, sehr symbolisch so für die beiden Seiten von Jekyll und Hyde. Das ist ganz spannend gemacht irgendwie und das haben die Darsteller auch ganz, ganz toll rübergebracht. Und da kommen wir gleich zum nächsten, nämlich zum Cast. Ehrlich gesagt, der Cast war mit der Grund, warum wir überhaupt nach Dortmund gefahren sind, warum ich unbedingt dorthin wollte. Obwohl ich auch Jekyll und Hyde als Musical, kannte ein paar Lieder vorher schon und fand die Musik sehr, sehr schön. Und die Handlung ist natürlich total toll. Also es ist überhaupt kein Gute-Laune-Musical, ne? Das ist ein sehr dramatisches, emotional tiefgehendes Musical. Aber ich mag das ja sehr. Und der Cast, David Jacobs, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Hauptrolle Bettina Mönch ist Lucy und Milica Jovanovic Lisa. Und
ich bin ein Fan von den dreien, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich habe Milica Jovanovic ja schon, ich habe sie das allererste Mal gesehen, als ich in Rebecca in Tecklenburg, dann als Fontine in Tecklenburg und in Magdeburg als Audrey in der kleine Horrorladen. Großartig, alle drei Rollen ganz unterschiedlich und jedes Mal so gut. Und sie war jetzt als Lisa auch wieder so. Sind halt auch so Stimmen, wenn sie anfängt zu singen, dann bin ich immer gleich so total berührt und sie tut immer so viel Gefühl in alles und das ist einfach und wie sie ihre unterschiedlichen Rollen auch immer spielt, ich kriege schon wieder Pipi in den Augen, das ist ganz schlimm. Einfach ganz bezaubernd. Bettina Mönch habe ich gesehen, ich möchte jetzt, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, dass es so war in Les Miserables damals in Magdeburg mit Thomas Borchert und Christina Patten und das war überhaupt ein ganz, ganz wunderbarer Cast und ich glaube, sie war da vom Team. Und da hat sie mich begeistert. Seitdem folge ich ihr halt auf Social Media und dann habe ich gesehen, sie spielt da mit und ich wollte das unbedingt. Und sie war so fantastisch als Lucy. So, so fantastisch. Eine Stimme, also stimmlich sind die ja sowieso alle gut, aber auch mit so viel Gefühl und so viel Kraft und so viel Ausdruck. Und wir waren auch nach dem Stück noch an der Stage Door und sie war so nett, mit Melissa ja sowieso. Und ja, und dann David Jacobs. Also meine Herren, er hat mich schon im Glöckner sehr, sehr begeistert, obwohl das ja nicht ganz so mein Lieblingsmusical war, aber das er war ganz toll. Und dann war er ja auch in Tecklenburg in Les Mis als Enjolras, glaube ich, und war auch ganz toll. Und hier, das ist ja eine unglaublich schwierige Rolle, weil du zwei Personen spielen musst. Es gibt zum Schluss auch diesen Song Konfrontation, wo dann der Hauptdarsteller quasi ein Duett mit sich selber singen muss. Das ist so ein bisschen so eine Gollums-Meagull. Nummer Herr der Ringe folgen, wo er dann halt Hyde und Jekyll, also die singen gegeneinander an und das singt er ja, das ist total verrückt. Also eine unglaubliche Herausforderung und David Jacobs, meine Fresse. Also der hat eine Stimme, das ist ja sowieso, die Stimme ist ohne Witz, er hat angefangen, den ersten Song zu singen und bei mir liefen die Tränen. Also bei mir ist das auch so, ich sage es ja auch immer, ich bin eine Kulturheulsuse und gerade Musik macht da halt, ne, wenn man dann irgendwie so. Dann kann halt alles mal raus, so der Stress der Woche, keine Ahnung, alles mal raus. Und das, ja, er hat angefangen zu singen und es lief im Prinzip immer wieder im Stück, auch bei den beiden Frauen. Und zum Schluss, ich musste mich echt zusammenreißen, nicht laut zu schluchzen. Ich war da so richtig so, aber will es ja auch nicht im Theater, weil da sind ja andere Menschen. So, und also unglaublich. Das ist ja einfach nicht von dieser Welt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich fand das einfach nur unglaublich bewegend und berührend und diese Stimme und also wenn ihr die Chance habt, David Jacobs, egal worin, zu sehen, nutzt sie, geht gucken bei den beiden, also Milica Jovanovic und Bettina Mönch sowieso auch immer, aber ja, also ganz ehrlich, wenn Dortmund nicht so weit weg wäre, dann, na gut, heute ist die Derniere, man hat jetzt auch keine Chance mehr, das noch zu gucken, aber ich hätte das gerne nochmal gesehen. Vielleicht nicht gleich den Abend danach, weil es ist doch sehr emotional. Ihr merkt, ich bin immer noch sehr emotional. Der Soundtrack ist einfach wunderschön. Ich finde wirklich, da stimmt jeder Song. Es wird sehr, sehr viel gesungen. Es ist nicht ganz so wie bei Les Mis, dass total durchgesungen wird. Es gibt auch Sprecher, aber es wird sehr viel gesungen. Also auch, es gibt sehr viel Sprechgesang, so kleinere. Und ich habe einen Soundtrack, es ist irgendwie eine Bremer Aufführung. Das ist wirklich nur das Best-of. Aber auch sehr schön, kann ich empfehlen. Vielleicht habt ihr auch noch Soundtrack-Vorschläge. Ich hoffe sehr, und ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hoffe sehr, dass dieser Dortmunder Cast vielleicht ein Soundtrack aufnehmen kann, einen aktuellen. Ich würde dafür auch, ich weiß nicht, kann man dafür eine Crowdfunding-Sache irgendwie starten? Ich würde dafür definitiv Geld geben, weil das wäre ein Traumcast und das wäre halt meine aktuelle Aufnahme wieder. Das wäre so, so schön. Oder nehmt es nochmal bitte, bitte auf, liebes Theater Dortmund, und gebt uns allen die Chance, das nochmal zu sehen. Ja, Theater Dortmund, große Überraschung für mich. Es war mein erster Besuch überhaupt in Dortmund und das war ja im Opernhaus. Und meine Güte, was die für ein Bühnenbild. Also was die machen können mit ihrer Bühnentechnik, das war so toll. Zum einen hatten sie eine Drehbühne, das ist ja relativ häufig in Theatern, wo dann immer, also es hatte zwei Seiten
Und da wurde die Kulisse dann immer mit so Kleinigkeiten geändert. Das war schon super gemacht. Und dann konnte die Bühne aber auch noch so nach oben fahren. Und dann war quasi das Kellergeschoss, also das Labor von Dr. Henry Jekyll, war dann in dieser unteren Hälfte. Und das war so total mindblowing. Also schon allein das Bühnenbild, das war auch sehr, sehr cool. Also sehr so satt. Sehr, also nicht modern oder so, ne, sondern sehr so explizites Bühnenbild und sehr detailreich und wunderschön. Und dann halt auch mit so Kleinigkeiten wurden da Dinge geändert und Dinge, Effekte geschaffen. Dann gab es Nebel und es war alles auch so ein bisschen mystisch aufgeladen natürlich. So ein bisschen spooky, gothic-horror-mäßig. Was ja auch zum Thema passt. Das war also einfach sehr, sehr schön gemacht. Die Kostüme waren großartig. Milica Jovanovic hat so ein. Die meiste Zeit hat sie so ein blaues Kleid an. Ach, das ist so, so schön. Und auch diese Korsettkostüme da im Rotlichtmilieu, großartig. Perücken, wie sie das dann so bei David Jacobs auch so mit Kleinigkeiten. Er hatte so eine Langhaarperücke, so einen braunen langen Zopf. Und als Jekyll war das halt immer alles so ordentlich zusammengebunden. Und dann als Hyde wurde das ganz wild gemacht irgendwie so. Und das ganz fantastisches Licht. Also ich war ganz begeistert. Tonsteuerung ganz, ganz super, was ich immer finde. Das machen die Stadttheater sowieso so viel besser, ganz ehrlich, als Offstage oder auch die BB Promotion. Obwohl bei BB Promotion geht es auch, aber im Admiralspalast habe ich es auch schon oft gehabt, bei Elisabeth und so, dass man nicht verstanden hat, was die Leute gesungen haben, weil die Musik einfach so laut gesteuert war. Und das passiert bei Stadttheatern fast nie. Und das war jetzt hier auch ganz, ganz toll vom Theater Magdeburg. Der Chor ganz grandios, auch überhaupt das Ensemble. Die Statisten, die Tänzer, ich weiß gar nicht, das ist einfach rundherum war das so ein rundes Ding und alles so stimmig und so bewegend und diese Musik so gut umgesetzt, das war boah, einfach nur. Also sie haben ein Lied weggelassen, oh, wie heißt das, Mädchen der Nacht, glaube ich. Darauf hat mich also jemand aufmerksam gemacht, mir ist es gar nicht aufgefallen, obwohl ich das Lied kannte, aber weil ich jetzt nicht so vertraut war mit dem Soundtrack, deswegen ist es mir, das war so bombastisch, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber als wir in der Stage Door standen, da kam eine junge Frau auf mich zu, die hat mich erkannt von meinem Kanal, hallo, falls du zuguckst. Das fand ich sehr, sehr nett. Und dann haben wir kurz gesprochen und sie meinte halt, dass das Lied fehlt. Und ja, das stimmt, es ist auf dem Soundtrack drauf und sie haben es weggelassen. Warum, weiß ich gar nicht, es erschließt sich mir auch nicht so richtig, es hätte gut gepasst. Also ich finde, weil das erklärt auch noch mal so ein bisschen mehr von Lucys Träumen und ergibt dann auch Sinn mit dem letzten Lied, was sie singt. Das ist irgendwie so eine Klammer, finde ich. Das ist eigentlich schade, dass es, aber vielleicht war es wegen der Zeit oder irgendwie so. Ja. Ja, und an der Stage Door, ich finde das ja immer wieder lustig, wenn man dann Leute trifft, dann stand auch neben uns so eine Gruppe, da hatte die eine Mary Poppins Schirm mit diesem Papagei und das ist irgendwie so schön, wenn dann so Musical-Menschen zusammenkommen und ich war so unhöflich und habe gar nicht nach deinem Namen gefragt. Falls du jetzt zuguckst, entschuldige bitte. Das ist nicht. Und ich hoffe, du bist dann auch noch gut nach Hause gekommen am nächsten Tag. Und ja, jetzt, wenn ich jetzt weiterrede, dann labere ich eigentlich nur noch. Ihr merkt, es ist ganz, ganz großartig. Falls das jemand vom Theater Dortmund oder irgendwer von den Produktionsleuten sieht, nochmal die große Bitte. Bitte, bitte nehmt einen Soundtrack auf. Ein Live-Album wäre ja auch super. Ich weiß, es geht dann auch immer um Rechte und das kostet und wie gesagt, aber ich würde crowdfunden dafür, weil das, es war einfach wirklich nur großartig. Also wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, diesen Cast irgendwo zu sehen, nutzt sie. Wenn ihr Chance habt, dieses Stück zu sehen, nutzt es auch. Es ist großartig und solange großartige Performer das performen, ist es auch ganz, ganz berührend und ja, Theater Dortmund, Opernhaus, kann man sich, ja, also ich werde es im Blick behalten, was da noch so kommt. Es ist ja echt immer, es ist ein Stück von mir, aber es hat sich sehr gelohnt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Musical Jekyll und Hyde schon mal gesehen habt, ob ihr diese Produktion gesehen habt und wenn ja, also wie sie euch gefallen hat, vielleicht auch was euer Lieblingslied ist. Und ja, ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter, als ich es bin. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten für diese Produktion. Das muss ich wirklich sagen. Ich meine, es kommen ja noch. Also das Jahr hat gerade erst angefangen und es werden bestimmt noch Musicals kommen. Aber ich sage jetzt schon mal, das war bestimmt eins der Highlights. Und Stadttheater, ich sage es immer nur wieder, geht in die Stadttheater, guckt euch da Musicals an. Es ist einfach
Es ist nicht so teuer, es ist großartig und wenn man rechtzeitig die Züge bucht, dann ist es auch insgesamt nicht so teuer. Und man hat, sieht nochmal eine neue Stadt und eine neue Umgebung und kommt raus. Das ist gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.